nicht so schön von den Kurven. Ja, das trägt Kurfleisch. Ich habe in diese Gummibälle. Das. Also, hallo und leg auf. Heute nochmal ein ganz feierlicher Augenblick. Und zwar wollen wir heute das erste Mal, praktisch, wir haben jetzt nochmal die Elektrik überprüft, weil die Schalter sind ja von, die Schalter sind ja neu gemacht worden. Und, dass wir alles nochmal geguckt haben, ob die auch das machen, was man jetzt von ihr verlangt, haben wir das nochmal durchgeschalten, sonst kommt man ja schlecht wieder ran. Und jetzt in Tanken um dir, da hat man auch noch nicht drauf. Haben jetzt die Batterie angeschlossen und mal gescheiden. Und zwar, wenn man das so hört, wir trinken jetzt mal, hört mal, wie die Benzinpumpe anläuft und alles hochfährt. So. Und nun wollen wir sie mal zünden und mal gucken, dass alles dicht ist. Auf dem Kühlsystem ist Kühlflüssigkeit drauf und ist noch das eine Motorenöl drauf von dem Motor. Das müsste ja dann auch raus. Und so weiter und so fort. Aber wir wollen es erstmal warm bleiben lassen. Erst mal versuchen, dass man so lange wie möglich rundherum pumpt, bis dann, dass es dann anspringt. Der Motor hat ja nur ewig gestanden, nicht dass gleich der Motor ausspringt und kein Öl hat. Jetzt zieht's hier ein bisschen. Jetzt ist es wieder rausgegangen. Das ist gut. Aber versuch nochmal so, wie du es gemacht hast, leicht, ohne dass sie kommen. Ich will ja ausgehen. Willst du ausgehen? Ja. Das ist aus. Was? Öfentroll? Ja. Dann hat er gezogen. Ja. Also, wir haben sie heute das erste Mal losgelassen und ist immer so ein bisschen so ein Augenblick, dass dann alles funktioniert, dann alles geht. Und erst ist der E-Kontrolle nicht ausgegangen, aber das könnte dafür sein, dass es lange gestanden hat. Und manchmal sich eine Luftblase bildet, das ist jetzt nicht das Thema. Öldruck einwandfrei, Wasser funktioniert. Ordentlich, wir haben sie bis 70 Grad hochlaufen lassen und dann ausgemacht. Jetzt müssen wir noch einen Ölwechsel machen, neues Öl drauf und neuen Filter und dann nochmal die Kühlflüssigkeit natürlich im Kühler kontrollieren und dann sollte das eigentlich alles passen. Getriebe haben wir auch bei der Aktion gleich nochmal mit durchgeschalten. Getriebe schaltet sich auch gut durch, ist auch in Ordnung. Also, aber gut gemacht. Und jetzt ist leider unsere Kamera abgestürzt. Die hat man ja positioniert und
Und dann ist auch der Akku alle geworden. Wir hoffen, dass ein paar Bilder drauf sei. Also tschüss in alter Frische.